WM in Offenburg, Tyrone-Zeuge trifft auf Rocky Fielding. Tyrone-Zeuge, 22:01, 12 K.O., wird am 14. Juli wieder in den Ring steigen. In der Offenburger Baden-Arena muss der WA-Weltmeister im Supermittelgewicht und Schützling von Jürgen Brämer seinen WM-Titel gegen den Engländer Rocky Fielding, 26:10, 14 K.O., verteidigen. Der 26-jährige Zeuge, der zuletzt einen K.O.-Erfolg gegen den Nigerianer Isaac Ekpo feiern konnte, bekommt mit Fielding den aktuell Viertplatzierten der WA-Rangliste vor die Fäuste. Der 30-jährige gebürtige Liverpooler ist aktuell britischer Meister und musste in seiner Karriere den Ring nur einmal als Verlierer verlassen. 2015 unterlag Fielding gegen Callum Smith durch TKO in der ersten Runde. Ich freue mich auf den Kampf. Der findet an dem Tag statt, an dem um 16 Uhr das kleine Finale um den 3. Platz der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gespielt wird, sagt Zeuge. Ich verspreche meinen Fans, dass sie von mir kein kleines Finale zu sehen bekommen, sondern ein echtes Finale, nämlich die erfolgreiche Verteidigung meines WA-Titels. Ich bin voll im Training und fühle mich stark. Für seinen Gegner geht mit dem Kampf ein Traum in Erfüllung. Ich habe schon als kleines Kind davon geträumt, eines Tages Weltmeister zu sein. Und nun ist die Chance zum Greifen nah, erklärt Fielding. Ich habe Tyrone seit seinen Kämpfen gegen De Carolis beobachtet. Er ist ein ungeschlagener Champion und ich freue mich auf einen großen Kampf. Promoter Nisse Sauerland erwartet ein großes Spektakel in Offenburg. Das wird ein toller Kampf für die Fans. Beide Boxer sind technisch versiert und verfügen über eine hohe Schlagkraft. Beide gehören zu den besten Boxern im Supermittelgewicht, und Fielding wird sicherlich nicht nach Deutschland kommen, um zu verlieren. Auch Fieldings Promoter Eddie Hahn zeigt sich zufrieden. Es freut mich sehr für Rocky, dass er jetzt seine WM-Chance erhält. In der Vergangenheit sind uns viele aus dem Weg gegangen. Tyrone und Rocky werden den Fans einen großen Kampf liefern, davon bin ich überzeugt. So hören. Der Beitrag WM in Offenburg, Tyrone Zeuge trifft auf Rocky Fielding stammt von box-sport.de. Es gibt keine redaktionelle Prüfung durch Focus Online. Kontakt zum Verantwortlichen hier. box-sport.de